Willkommen zurück hier bei Welt. Ein Fehltritt kommt gerade nach dem anderen. Es wird nicht ruhig um Frankfurts Oberbürgermeister. Erst hat Peter Feldmann beim inzwischen als Pokalgate bekannten Vorfall für Unmut gesorgt. Jetzt taucht auch noch ein Video auf, das den SPD-Politiker in ganz und gar keinem guten Licht erscheinen lässt. Am Mittag will er sich zu seinen jüngsten Fauxpas äußern. Wir schauen sie uns noch mal an. Also ich habe hier eine Ansage sowohl vom Bodenpersonal als auch hier von den Flugbegleiterinnen, die mich hormonell am Anfang erstmal außer Gefecht gesetzt haben. Auch wenn Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann sich kurz darauf für diesen sexistischen Auftritt entschuldigt, er ist nur einer von gleich mehreren Fehltritten, die sich der SPD-Politiker in kurzer Zeit geleistet hat. Die Rufe nach einem Rücktritt Feldmanns werden immer lauter. Ich habe den Eindruck, dass es genau wie bei dem Herrn Schröder, dass er das Gefühl für das Richtige zu tun irgendwie verloren hat. Er wurde gewählt, es ist nichts vorgefallen, was so weit von der Norm abweicht, dass er zurücktreten soll. Das sind jetzt zu viele Sachen, die da aufeinander gelaufen sind. Und dann hat so eine Person in diesem Amt dann auch nichts mehr verloren, in meinen Augen. Erst kurz zuvor hatte der 63-Jährige für Empörung gesorgt, als er, wie diese Bilder vom Hessischen Rundfunk zeigen, bei der Feier nach dem Gewinn der Europa League dem Trainer und dem Kapitän von Eintracht Frankfurt den Pokal aus den Händen gerissen hatte. Später sprach der selbsternannte Eintracht-Fan bei seiner Rede dann auch noch mehrere Namen der Spieler falsch aus. Dazu kommt, dass die Staatsanwaltschaft seit März gegen Feldmann ermittelt. Der Vorwurf, er soll dafür gesorgt haben, dass seine Frau als Leiterin einer Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt ohne sachlichen Grund ein übertarifliches Gehalt bekommen hat. Zu viele Skandale findet die junge Union Frankfurt und fordert seinen Rücktritt. Wir haben zuerst erlebt die Ermittlungen, dann die Durchsuchung in seinem Büro, die Anklage, den unwürdigen Empfang für unsere Eintracht-Helden, den Pokalraub am Donnerstag und jetzt am Wochenende das, was das fast zum Überlaufen bringt, die sexistischen Äußerungen aus dem Flugzeug. Und ich finde das ekelhaft, unerträglich und unserer Stadt einfach nur unwürdig. Und auch aus den eigenen Reihen gibt es deutlichen Gegenwind. Als Landesvorsitzende der hessischen SPD sage ich, dass so eine Äußerung gar nicht geht und dass er entsprechend entscheiden muss, wie er darauf reagiert. Wie er darauf reagiert, das wird Feldmann heute verkünden. Dann zeigt sich auch, ob er nicht nur hormonell, sondern auch politisch außer Gefecht gesetzt ist.